Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, was ich schon lange nicht mehr aufgegriffen habe. Ich glaube, ich habe den eigentlich mehr oder weniger aus dem Fokus verloren, glaube ich. Schon wieder auf alle Fälle eine Zeit lang her, dass ich über den iPace gesprochen habe. Heute geht es mal wieder um den iPace von Jaguar. Und da habe ich kürzlich mal eine interessante Randnotiz mitbekommen, dass seitdem der iPace jetzt auf dem Markt ist, dass Jaguar jetzt schon 10% seiner Fahrzeuge, die Jaguar verkauft, sind also iPace. Und das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Ich meine, gut, Jaguar ist jetzt halt nicht ein Riesenhersteller, aber sie scheinen tatsächlich mit ihrem iPace, mit dem Elektroauto, ziemlich guten Erfolg zu haben, was jetzt auch wieder kürzlich eine neue Bestellung im Vereinigten Königreich da zeigt. Da hat der NHS, das ist ja bei denen halt so die große Dienstleistung rund um Gesundheit, ist bei denen ein bisschen anders organisiert wie bei uns. Da gibt es also da eine Monopolstellung, da ist der NHS halt so der große Betreiber, National Health Service ausgesprochen, und die haben jetzt 700 iPaces bestellt. Das ist schon eine große Anzahl, und die sollen jetzt also hauptsächlich also eben für Hausbesuche und so weiter verwendet werden oder halt auch für Mitarbeiter, die also Firmenfahrzeuge haben. Und ja, ist auch wieder ein großer Auftrag, und das zeigt also auch, dass das Fahrzeug doch anscheinend sehr gut ankommt bei den Kunden. Und zeigt also auch, dass Jaguar hier, sage ich jetzt mal, den richtigen Schritt gewagt hat. Also es war ja ein bisschen ein Risiko, das hat Jaguar ja auch selber zugegeben und gesagt, ja gut, wir müssen jetzt mal schauen, kommen wir da mit gut klar in den Markt, ist das was Gutes, wir steigen jetzt einfach mal ein und gucken mal. Und es hat sich anscheinend rentiert, denn, also wie gesagt, 10% der Fahrzeuge rein elektrisch, da kann sich VW oder jeder andere Hersteller, außer jetzt Tesla, mal eine Scheibe davon abschneiden. Ne? Also das schafft kein anderer, ne? Kein anderer, der auch noch die Verbrenner mit verkauft. Also das ist schon bezeichnend, und ich denke, da ist Jaguar auf dem guten Weg, und es zeigt also auch, dass die Nachfrage der Fahrzeuge da sind. Sonst würde ja keiner die auch kaufen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, so schaut's aus. Jaguar auf dem aufstrebenden Ast dank Elektromobilität. Das hat fast keiner für möglich gehalten, dass es damit den Durchbruch schaffen. Und ich hoffe mal, dass da noch einige andere Fahrzeuge folgen werden. Bin mal gespannt, was da bei Jaguar ausschaut. Wünsche Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.